Das ist natürlich mies als Nahkämpfer. Wie gesagt, bist du ja immer mitten Mang im Getümmel. Da hast du dann auch nicht ganz so viel Spaß teilweise. Wo geht's denn da hin? Nirgends. Das ist ja beruhigend. So, ich mach das jetzt mal ein bisschen strategogatisch. Natürlich sieht man gleich mein Pro-Gaming. Ach, leckt mich doch, ey. Wieso treffen die mich trotzdem? So, da sind irgendwie Pfeile aus der Wand. Die kann man nicht abschalten, soweit ich weiß. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Gold haben wir denn? Steht das hier? 1082. Ich kann mir also schon was leisten. So, da bin ich gerade mal durchgehuscht. So, Combo können wir jetzt kaufen. Zack. Combo, da hat man es gerade noch hoch. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte doch zurückgehen. Ich habe jetzt aus Versehen was gekauft. Nein! Ich habe doch die Taste gedrückt für zurück. Nein, jetzt habe ich... Ich wollte Healing kaufen. Jetzt habe ich... Weiß nicht, was ich gekauft habe. So, da bin ich jetzt mal wieder durchgehuscht. Scheiße, ich brauche unbedingt Apple. Also ein iPad. Nee, Kacke, ich bin tot. Nein, ich will nicht tot sein. Boah, das wird echt... Also langsam wird das wirklich mega brenzlig. Habe ich irgendwo einen Apfel übersehen? Ja, tatsächlich. Bevor ich da jetzt weitergehe, hole ich mir den gerade mal. Ich hoffe, da... Doch, da komme ich ran. Da muss ich ja unten durch. So, lululululululu. Nee, da komme ich nicht ran. Scheiße, ich dachte, ich komme da von unten ran. Komme ich gar nicht. Da links das grüne Plus. Da so, da ist links, das ist ein Apfel. Eine Orange sogar, aber da komme ich jetzt momentan nicht ran. Da muss ich erstmal irgendwo anders lang. Scheiße. So, ach Mensch, da bin ich gerade gestorben. Aber ich starte am Ladepunkt wieder. Ich hätte vielleicht zwischendurch mal speichern sollen, glaube ich. Ich glaube, jetzt bin ich auf einer Insel, wo ich vorher... Huah, Alter. Was für ein Unwirt. So, ein Leben haben wir noch übrig. Hier bin ich, glaube ich, auf einer Insel, wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Die habe ich vorhin ausgelassen. Oder? Ich glaube schon. So, und die Monster da offenbar gespeichert. Wie gesagt, ich bin ja noch nie gestorben. Ich weiß nicht genau, wie sich das dann auswirkt. Aber offenbar sind die Monster tatsächlich alle weg, die wir erledigt haben. Das heißt, wir starten nur am letzten Spawnpoint nochmal. Was machen die denn da? Hallo, Freunde. Naja, naja. Ich überlege gerade, ob ich auf Tastatur umstellen soll. Und wieder hat mich einer erwischt. Das ist doch zum Kotzen. Wie soll es dann später erst werden, wenn die ihre Mutti holen? So, hier nehmen wir den Schlüssel nochmal mit. Und da waren natürlich Äpfel. Und ich habe mir jetzt einen Apfel für... Ach, naja. Hätte ich mir gerade sparen sollen, den Apfel. Egal. So, dann kommen wir jetzt auf Etage 2. Und hier sieht man schon, hier ist ein bisschen mehr los. Vor allen Dingen wurmtechnisch. Hier ist ja der Wurm drin auf Etage 2. Einen Schlüssel haben wir. Zack. Und da haben wir auch gleich eine neue Wurmgattung da hinten mit diesen Stacheln. So geht's. Hallo, Freunde. Die Stachelviecher schießen nämlich 3 Kugeln und halten ein bisschen mehr aus. Das heißt, es wird nach und nach immer schwieriger natürlich. Alter, leck mich doch fett, du scheiß fette Wanze.
Also ich könnte definitiv ein bisschen Gesundheit gebrauchen. Das war auch der Grund, warum ich am Anfang überlegt habe, ob ich nicht auf Easy spielen soll. Einfach nur, um hier mal schnell durchzuhuschen. Weil ich das einfach, wie gesagt, heute Morgen mal aufnehmen wollte. Just for fun, weil ich das Spiel so mag, weil es mir so einen Spaß macht. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Hallo. Denn da oben haben wir ein fettes Arsenal an Würmern, wo wir aber gar nicht hinkommen. Da schleichen wir uns mal vorbei. Die müssen wir nicht unbedingt aktivieren. Und rechts siehst du schon die fette Mutti. Und bei der ist das Problem, die scheißt immer mehr Würmer aus. Das heißt, man muss die eigentlich direkt zu Anfang schon platt machen, was aber gar nicht so leicht ist, weil die wird natürlich beschützt von ihren ganzen Würmchen. So, und es wird noch schlimmer sogar. Denn diese fette Mutti ist natürlich nur der Anfang. Es kommen noch viel schlimmere Viecher, bei denen man auch extrem schnell sein muss und dabei noch aufpassen muss, dass man nicht in Gegnerhorden läuft. Das ist ein großer Hochgenuss. Ich weiß gar nicht, ob man das Viech von hier aus sieht. Nee, sieht man noch nicht. Das bricht dann aus der Erde raus quasi. So, wir sind jetzt Level 2, wie gesagt. Also Akt 1, Level 2 sozusagen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir müssen nämlich noch zwischendurch zwischen den verschiedenen Leveln hin und her steigen, um unseren Weg zu finden. Oder erreichen auch bestimmte Areale. Ach Mist. Oder erreichen halt bestimmte Areale auch nur aus anderen Stockwerken. So, mal ein bisschen konzentraten. Ich bin ein richtiges kleines Konzentrat. Und überall Würmer und überall diese dicken Muttis. Und ach, Mensch, ich muss, glaube ich, mit Tastatur weiterspielen, weil... Nein! Boah. Und die Bomben sind, glaube ich, random. Das heißt, die sind jetzt an Orten, wo die vorher nicht waren. Ich weiß also nicht... Glaube ich zumindest. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass da eine Bombe war. Ich probiere mal ganz kurz was. Ich gehe mal ganz kurz in die Options. Ich mache jetzt mal hier Game. Nein, Back. Controls. Keyboard. So. Ist ein bisschen eigenwillig, die Steuerung, aber mal gucken. Zumindest habe ich hier eine genauere... Ich kann ja genauer zielen, wohin ich jetzt eigentlich kämpfe. Und wenn ich meinen Mannequin drehe... Dann mache ich das auch wesentlich genauer. So, siehst du, die Mutti hat was ausgeschissen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir ihre ganze Brut irgendwie klein kriegen. Na komm her, Dicker. So, Mutti haben wir platt. Zumindest eine davon. Das geht mit Tastatur, kann ich das wirklich besser spielen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist Gamepad ja normalerweise immer einfacher. Aber wenn man hier halt mit WASD spielt, dreht sich das Männchen halt genau in die Richtung, die man es haben will. Und beim Gamepad verzieht das ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ah, siehst du, da habe ich Combo-Move gerade gemacht. Nur dazu braucht man halt immer genug Gegner, um das irgendwie hinzukriegen. Und hier kommen wir jetzt nochmal in Level 1 runter, wo wir in ein Gebiet kommen, was wir vorher nicht erreicht haben. Rechts sehen wir noch einen neuen Gegnertypen, der da in irgendeiner Nische hockt, wo er später hoffentlich noch reinkommt. Ich weiß es gar nicht. Und hier können wir noch was öffnen. Da ist ein Button. Galvanize, push the button. So, dann gehen wir mal kurz nach unten. Wie viel Geld haben wir? Mit Tab kommt man in die Mappe rein. Und hier haben wir das Gebiet, haben wir vorher schon gesehen zum Beispiel. Da sind wir dran vorbeigegangen, da konnte man nicht hin, weil da der Gitter dazwischen waren. Und so kommen wir da schließlich da auch rein. So, wir müssen sogar hier rein, weil hier geht es nämlich dann weiter. Hier müssen wir dann gleich auch noch einen Hebel betätigen. Ah, Orange. So. Da habe ich gerade einen Apfel gekriegt, glaube ich, Gott sei Dank.
So, hier geht's wieder nach oben zu Level 2. Aber erstmal gucken wir natürlich hier erstmal, was der Händlerino hier hat. Moment, huch. Jetzt nimm doch endlich. Der Nachteil an WASD ist natürlich, dass er sich ein bisschen blockiger bewegt, aber dafür exakter. So, wir können jetzt unsere Gesundheit aufstocken lassen. Von 75 auf 120, was sich eigentlich momentan nicht wirklich lohnt. Ich mach das mal einfach. Aber es lohnt sich nicht, weil wir sowieso niemals... Jetzt haben wir mal eine 100, aber wir kommen sowieso sonst nicht auf die 120 oder sonst was. So. Nein! Puh, ha, hu, ha. Da war wieder ein Apfel drin. Da haben wir jetzt mit dem Knopf haben wir gerade die Geheimtür geöffnet. Und bei denen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die halten nämlich eine Menge aus. Da müssen wir immer mal wieder ein bisschen Fersengeld geben. Die blauen hier sind auch ein bisschen stärker, aber die sind eigentlich relativ harmlos. So, lalalala. Hallo, Freunde! Und jetzt kann ich zum Beispiel... Hui! Habe ich einfach mal Kette gegeben. Und bin einfach mal durch alle durchgerannt. Ach was, ich habe endlich mal... Ich habe 120 voll, ist ja unfassbar. So, das mit dem Kombo ist natürlich eine gute Sache. Trotzdem dürfen wir uns da nicht verlocken lassen. Nein! Kurz am Auge kratzen und jetzt geht's weiter. Hallo, Freunde. Hallo. Uah. So, bei dem immer wieder ein bisschen zurückgehen. Weil die, wie gesagt, ein bisschen mehr vertragen. Ich weiß nicht, wie es als Priester, beziehungsweise als Magier ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es Multiplayer einfacher ist als Singleplayer. Nein! So, hier kommen wir nicht durch. Weil wir noch keinen silbernen Schlüssel haben, den finden wir jetzt... Das heißt, wenn wir irgendwo so eine komischen Gatter oder Tore finden, dann wissen wir genau, aha, irgendwo müssen wir jetzt einen Schlüssel auftun, ob es jetzt durch ein Puzzle ist oder ob es jetzt irgendwie einfach durch Absuchen ist. Meistens durch Absuchen. Da haben wir den Silberschlüssel auch schon gefunden. So, mit dem könnte man theoretisch sofort zurückgehen, aber natürlich grabbeln wir nochmal das gesamte Areal ab, ist ja klar. So. Gold. Lalalalala, ich mag Gold. So, da haben wir das Äpfelchen, von hier kamen wir, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir links rüber gezogen. Wo müssen wir denn hin? Jetzt können wir hier zum Beispiel rechts zum Tor gehen. Zack, dann können wir das gleich aufschließen. Und jetzt müssen wir aufpassen wegen unseren Freunden, den Würmchen. So, erstmal die Kleinen weglocken. Scheiße. Ich dachte, ich schaffe es einfach ohne getroffen zu werden, aber leider. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ihr hässlichen. Kua! So, dann haben wir die zumindest weg. Hier räubern wir natürlich auch nochmal alles aus. Ich hoffe, hier ist keine Bombe. Ich hasse diese Bomben. Vor allem, weil die Gesundheit als Krieger sowieso so spärlich ist einfach. Spärlich.
Hihihihi.